Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu unserem Literaturfestival, zu unserem Online-Literaturfestival Georgiens Erste Republik 1918-1921. Veranstaltet wird dieses Festival von dem Schriftstellerhaus in Georgien und Lettretage in Berlin. Und ich danke beiden Organisationen für die Arbeit, die sie für dieses Festival gemacht hat und für Screenen in Berlin. Heute werden wir über georgische oder über Tiflis Avantgarde und georgische Moderne reden. Georgien wird in Deutschland zumindest, wenn man über Georgien redet, selten damit in Verbindung gebracht, sondern eher mit Bergen, mit Natur. Und es gibt zum Teil ein sehr exotischer Blick auf Georgien. Seit 2018, seitdem Georgien Gastland war auf der Frankfurter Buchmesse, hat sich dieses Bild sehr differenziert. Sehr viele Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden. Sehr viele deutsche Reisende kommen auch nach Georgien. Aber immerhin, es gibt ein paar hartnäckige Klischees. Und heute wollen wir mit einem Klischee aufräumen und zeigen, dass Tbilisi, Hauptstadt von Georgien und Georgien auch eine Stadt der Avantgarde war, und zwar gerade in der Zeit, der unser Festival im Wesentlichen gewidmet ist, also zwischen 1918 und 21. Wir bleiben aber nicht in diesen 3 Jahren, sondern gehen ein bisschen weit darüber hinaus. Über dieses Thema sprechen heute Literaturwissenschaftlerin Philomena Grasel, und sie ist Expertin der Tiflisser Avantgarde, und Kunstwissenschaftlerin Dina Tschoroschwili, die eine Expertin der georgischen Moderne ist und bereits viel darüber geschrieben hat und auch ein Buch mit herausgegeben hat, das auch ins Deutsche übertragen wurde, ein Buch über georgische Moderne. Aber da muss noch sehr vieles gemacht werden, und wir werden in unserem Gespräch vielleicht ein paar Linien zeichnen, die auch so ein bisschen in die Zukunft, nicht nur auf die Vergangenheit zurückblickt, sondern auch ein bisschen in die Zukunft weist. Also wir haben zwei Begriffe: georgische Moderne, Tiflis Avantgarde. Philomena, gibt es einen Unterschied zwischen diesen zwei Strömungen? Was ist denn für Avantgarde in Tbilisi um die Zeit der Jahrhundertwende, aber zwischen 1918 und 1921 gewesen? Gibt es eine Spezifik der Tiflis Avantgarde? Naja, wenn man jetzt über Tiflis Avantgarde spricht, ja, ich würde eben schon diese Zeit der Unabhängigkeit wirklich so als die wichtigsten Jahre auch, also das ist wirklich auch zeitgleich eigentlich passiert, dass in der Zeit, in der Georgien unabhängig geworden ist, wirklich so eine kulturelle Explosion stattgefunden hat. Avantgarde kann man jetzt sagen, war natürlich vielleicht die wirklich radikalen Strömungen, die sozusagen Futurismus, Dadaismus, obwohl man das ja damals nicht, noch nicht als Dadaismus bezeichnet hat, obwohl das eben sehr, sehr, sehr viele Parallelen zu den Dadaisten in Europa eben gab. Aber das ist wirklich interessanterweise zwei sehr, also unabhängig voneinander passiert sind diese Entwicklungen. Und ja, was jetzt die Tiflis Avantgarde so besonders ausgezeichnet hat, vielleicht war das eben, also man muss ja natürlich die politischen Umstände auch ein bisschen sehen, dass zum Beispiel Bürgerkrieg war nach der Oktoberrevolution, dass viele damals nach Tiflis gekommen sind, also Künstler, Intellektuelle, Schriftsteller, damals dann, bitte? Aus Russland nach Georgien. Aus den Gebieten des Russischen Reichs, würde ich sagen. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht, weil sie oft auch in Publikationen so betitelt wird, dass es russisches kulturelles Leben in Tiflis zum Beispiel war oder russische Futuristen in Tiflis, was aber auch viel zu vereinfacht ist, meiner Meinung nach, weil es waren eben nicht nur Russen, es waren Ukrainer viele, es waren Ja, aus genau. Belarus, aus Polen. Und die hier waren ja auch keine nur Georgier, also man muss ja auch wirklich Tiflis
nicht als georgische Stadt damals begreifen, sondern als sehr multikulturelle und sehr multiethnische Stadt. Und es waren eben auch die hiesigen Künstler waren nicht nur Georgier, sondern waren eben auch Armenier, Aserbaidschanis und eben auch Russen, Polen und so weiter. Und da, aber das war natürlich schon, was damals passiert ist, war einfach so ein Austausch, ein sehr spannender und fruchtbarer zwischen den hiesigen Künstlern und denen, die sozusagen auch hierher gekommen sind. Und dadurch eben, also hat sich das noch verstärkt, was eigentlich in Tiflis schon so eine Grundvoraussetzung war, eben diese Vielsprachigkeit, dieses Nebeneinander von eben verschiedenen Kulturen, verschiedenen Stilen und so weiter. Und hier hat sich das eben so besonders eigentlich manifestiert dann in dieser Zeit, dass auch zum Beispiel literarische verschiedene Strömungen und verschiedene Richtungen sehr gleichzeitig da Also sozusagen aktiv waren und auch miteinander im Austausch waren. Also vielleicht das waren so nennen die. wir einige von Ihnen beim Namen. Ne? Also Tbilisi ist zu der Zeit eine vielsprachige Stadt. Also Georgisch, Armenisch, Aserbaidschanisch gehören ja zu den Muttersprachen fast von Tbilisi und dann Russisch, vielleicht Polnisch, Deutsch zum Teil auch. Darüber werden wir auch ein bisschen später hören. Und wir haben so eine Vielzahl von Kunstrichtungen, nicht wahr? Und literarischen Strömungen. Also wie du auch gesagt hast, vom Futurismus zum Symbolismus oder umgekehrt. Ne? Aber vielleicht nennen wir so ein paar beim Namen und ein paar wichtigste Figuren dieser Szene damals. Ja, also die erste Gruppe, die wirklich sozusagen irgendwie sehr laut und sehr aktiv war, waren die Blauen Hörner. Die kennen natürlich auch schon die meisten, die ein bisschen sich mit der georgischen Literatur beschäftigen, also die Tzisper-Dranzele, wie diese Trinkhörner sozusagen, also das kommt ja von den Trinkhörnern. Und die kamen eigentlich aus Kutaisi und die waren wirklich, also auf Georgisch geschrieben und gesprochen und waren dann in Tiflis und wollten so ein Paris des Ostens sozusagen errichten und Tiflis in so eine boheme, moderne Stadt sozusagen verwandeln. Und die waren eigentlich die ersten, aber es waren dann auch kurz danach schon futuristische Gruppen aktiv. Und da war einer der Protagonisten eben zum Beispiel, oder die Protagonisten, die Brüder Stanevich, also Kirill und Ilya Stanevich, die ja in Tiflis aufgewachsen sind, also die sozusagen mit polnischem Vater und georgischer Mutter, sozusagen so ein richtige Tifliser Familie, richtiger Tifliser Haushalt waren. Und eben auch, wenn man jetzt über Futurismus spricht, muss man auch ein bisschen eben, also auch von Marinetti auf diesen Ursprung ein bisschen verweisen, weil er natürlich von Marinetti also so ein riesengroßer Ausgangspunkt war, dieses futuristische Manifest. Und Ilya hat dann schon recht früh, als er 17 war, Texte von Marinetti erhalten und war dann, als er von Tiflis nach Petersburg gegangen ist, einer der ersten eigentlich auch in Russland und in diesen Künstlerkreisen dort, die sozusagen über Futurismus eigentlich gesprochen haben und es so propagiert hat eigentlich dort. Und dann haben sich natürlich aber die russischen oder russländischen, sagen wir so, Künstler auch schnell von Marinetti wieder distanziert, als natürlich dann der Erste Weltkrieg angefangen hat und dann die italienischen Futuristen immer mehr auch sich den Richtung Faschismus ideologisch angenähert haben. Und so ist dann auch, also ich auch Stanevich wieder distanziert von diesem italienischen Futurismus und die haben halt wirklich seinen eigenen Weg gesucht auch. Und dann ist er nach Tiflis zurückgekommen 1917. Und hat dann hier mit Alexei Kutschonnik, der auch eigentlich aus der Ukraine stammend, sehr aktiv war, zum Beispiel in der Gruppe Hilea, dieser kubofuturistischen Gruppe, die auch in der Ukraine eigentlich entstanden ist und dann eben in Petersburg, in Moskau, diese Ohrfeige, dem öffentlichen Geschmack zum Beispiel, dieses Manifest geschrieben haben und so weiter. Und so hat sich dann eigentlich hier in Tiflis haben sich eben so wichtige Protagonisten dann getroffen. Also Kutschonnik, Stanevich. Es ist dann das Syndikat der Futuristen entstanden, als erste sozusagen Gruppe, die noch gemeinsam mit anderen bildenden Künstlern auch, also da waren eben Dichter und bildende Künstler sehr eng noch zusammen und haben zusammengearbeitet.
Und dann ist die Gruppe 41 Grad entstanden. Also das war kurz danach, haben sich die wirklich dann auf dieses Zoom konzentriert, auf diese Das musst du bitte abstrakte. genau erklären, was das ist. Also Zoom ist eben so eine Kunstsprache, eine sehr abstrahierte Sprache, die damals von Krutschonig und Chlebnikow eigentlich begründet worden ist. Und also ist eben sehr auch vergleichbar mit den Dadaisten damals in Zürich und so weiter, die eben so ein bisschen Nonsens-Sprachen gemacht haben. Damals war das sehr von Freud und von dieser Idee des Unterbewussten oder des Unbewussten inspiriert, dass man eben eine Sprache haben muss, die nur oder hauptsächlich auf diesem Unbewussten wirkt sozusagen, also die nur so über Assoziationen funktioniert. Und die ist eben in Tiflis, hat sich dieses Saum wirklich dann sehr, also ist, interessanterweise ist dann Saum hier wirklich sehr stark geworden und hat sich nicht zufällig hier so wirklich irgendwie so eine Blütezeit nochmal erlebt. Nachdem es eigentlich schon 1912 sozusagen haben die angefangen, aber hier ist wirklich dann Saum sozusagen wirklich zu einem Höhepunkt irgendwie gekommen. Du sprachst von dieser Gruppe 41, 41. Grad. Wer war alles drin und wo waren sie zu Hause? Ja, eben 41 Grad muss man ja auch sagen. Das war ja also wirklich auch nach den Koordinaten der Stadt Tiflis benannt. Also 41, Tiflis ist ja am 41. Breitengrad. Und das steht schon programmatisch auch dafür, also dass es nicht zufällig ist, eben, dass die in Tiflis waren. Das ist sonst schon sehr geografisch sozusagen, dass es auch programmatisch irgendwie in gewisser Weise war. Also Mitgliedergruppe waren Alexei Klutschonnik, Ilja Stanevich und Igor Terentjew. Und die haben dann 1918 so ein Manifest veröffentlicht, wo sie gesagt haben, eben Saum ist die einzige Form, die sozusagen uns zu einer neuen Ära der Kunst führt und so. Und wir wollten wirklich nur mit Saum arbeiten. Und zum Beispiel, und dann haben sie eben angefangen zuerst. Die ersten Jahre dieser Avantgarde-Zeit, wirklich dieser aktiven Zeit, waren sehr mündlich. Also die haben sehr viel also performativ und mündlich. Es hat sich alles in Kneipen abgespielt. Also diese berühmten Künstlercafés damals in Tiflis, wie zum Beispiel eben Kinderioni, Lado Argonavtov, so ganz bekannt sind, die dann, wo die Wände von den bildenden Künstlern bemalt worden sind und wo jeden Abend dann irgendwie Lesungen und Vorträge und eben auch so Streits, so Streitdispute stattgefunden haben zwischen den verschiedenen Gruppen auch und so. Und dann hat es aber auch so langsam angefangen, dass sie auch sehr aktiv geworden sind im Buchdruck und auch mit Typografie viel experimentiert haben. Also zum Beispiel eben Stanevich war dann eigentlich sehr, mit Typografie wirklich so ganz, ganz viel experimentiert und er hat 5 Dramen geschrieben in dieser Zeit. Also so zwischen 1916 und 20 ungefähr, hat er so einen Dramenzyklus entwickelt. Also 5 Dramen, die sozusagen zusammengehören. Asla Bliche, also Esel sein, war so der Titel. Und da sieht man eben, kann man auch ganz gut sehen, so diese typografische Entwicklung, die er damals gemacht hat. Ich muss ja ganz kurz nachfragen, in welcher Sprache haben die denn geschrieben? Ja, eben, also die Futuristen, die waren natürlich schon sehr russischsprachig. Also die haben nicht, später hat es ja noch eine Gruppe gegeben, die H2SO4, die so Anfang der 20er waren, die haben das dann auf Georgisch gemacht. Also die ersten Futuristen sozusagen in Tiflis haben auf Russisch geschrieben, was aber auch, also bei Stanevich ist ja auch ein interessantes Beispiel, dass er eben dadurch, dass er auf Russisch geschrieben hat, dann schnell als Russe immer eigentlich eingeordnet wird. Also auch Stanevich sozusagen, man liest sehr oft, dass er sozusagen aus Russland gekommen sei, obwohl er einfach dort studiert hat und die Sommer aber trotzdem hier verbracht hat, weil er wirklich also aus Tiflis gekommen ist. Und auch eben, wie sie das Russisch verwenden, ist ja auch interessant. Also gerade bei Stanevich ist eben ihn als Russen sozusagen einzuordnen. Da muss man sich auch mal anschauen, wie er eigentlich mit dem Russischen umgeht als Sprache.
weil er das schon sehr kritisch, also da auch viel Politisches drinnen steckt eigentlich in dieser Dekonstruktion, die er eigentlich macht. Also wenn er zum Beispiel in seinen Dramen ist es auch sehr, sehr anschaulich und sehr interessant, wie er eigentlich mit so einer analphabetischen Sprache arbeitet, wie er eigentlich Russisch auch so als Fremdsprache in den Randgebieten des Russischen Reiches sozusagen eigentlich aufzeigt und die eben diese Subjekte in seinen Dramen, die alle auf Saum eben geschrieben sind. Also diese Dramen ist eben wirklich so alles in Saum sozusagen nur geschrieben. Aber eben teilweise ist es so eine analphabetische Sprache eben, die sozusagen von jemandem kommt, der nicht wirklich russischsprachig ist. Also so eine Sprache der Straße. Und man weiß auch, dass der Nebisch zum Beispiel von den Schildern der Stadt, also von zum Beispiel die Kneipenschilder, die ja oft auch von Pirosmani gemalt worden sind, zu denen wir auch noch zu sprechen kommen, dass er von dem sehr inspiriert war, von diesen eigentlich Wortneuschöpfungen teilweise, derer, die eigentlich einfach der Sprache nicht so mächtig waren. Und das war für ihn eben sehr inspirierend. Einerseits diese Schilder überall, also man muss sich so vorstellen, dass einfach in der Stadt damals überall irgendwie so Beschriftungen waren, die halt oft sehr fehlerhaft waren. Und er, der eben so von diesen futuristischen, von diesen neueren Entwicklungen mit Poesie und mit Sprache umzugehen, dass es für ihn einfach hier in Tiflis in der Stadt so sehr, sehr viel Material gegeben hat, sozusagen, um dieses Saum-Konzept zu entwickeln. Ja, vielen Dank, Philomena. Wir kommen noch auf einiges zurück, aber zumindest scheint es so, dass in dieser Tiflis Avantgarde doch diese russischsprachige, auch wenn nicht sozusagen ethnische oder wie auch immer russische, aber kulturell doch zu Russland gehörige Figuren dominieren. Ne? Also so wie Kruchonnik, okay, Ukrainer und Stanewitsch kommt aus Tiflis, aber die alle schreiben irgendwie im Russisch, zwar beim veränderten Russisch in diesem Saum, in dieser transnationalen Sprache. Ja, Aber aber man muss natürlich auch irgendwie dass da ja auch russifiziert waren, viele. Also das ist sich, und bei Stanewitsch ist ja auch genau dieses, meiner Meinung nach auch ein Thema. Also dieses eben nicht russisch sein, sondern russifiziert sein, ist zum Beispiel in seinem Drama Sga Jakobi, kommt es schon so auch vor, als so eine Identitätsgeschichte, ob das jetzt Konflikt wirklich ist, aber wo er sich selbst zum Beispiel im Spiegelbild des Spiegelbilds sozusagen manifestiert oder lokalisiert und eben sehr viel mit dem, also Jakabi, dass da viel von diesem, so was wir auch von Homi Bhabha zum Beispiel kennen, dieses, also almost the same, but not quite, dieses Jakabi. Und das schon auch, also bei ihm so ein Thema ist. aber parallel dazu haben wir, und das findet in einem Milieu statt, in einer Stadt, wo sehr vieles gemischt wird. Ne? Und ich will das jetzt sozusagen nicht nationalisieren, aber zumindest gibt es so diese Differenz zwischen Tiflis Avantgarde eben mit diesen Figuren und georgischer Moderne, die zugleich parallel und zum Teil auch im gleichen Raum und mit gleichen Personen stattfindet. Und da sind wir wieder bei diesen Brüdern Stanewitsch, die so etwas wie Tricksterfiguren zwischen diesen beiden Räumen fungieren und eine sehr große Rolle auch sagen, für georgische nationale Kultur spielen. Nino, was sagst du dazu? Ja, ich bin natürlich einverstanden mit Philomena. Sie hat auch erwähnt, eben man unterscheidet Tbilisi Avantgarde und Georgian Modernism, georgische Moderne, ja, weil Tiflis Avantgarde, das ist bestimmte Zeit der Unabhängigkeit, sehr aktive und sehr lebendige Zeit, kulturell für Tbilisi und für Georgien. Aber die georgische Moderne fängt ein bisschen vorher an. Und hier spielt nicht nur Tiflis, sondern, wie es schon erwähnt wurde, Kutaisi eine sehr wichtige Rolle. Und wie Luigi Magarotto schreibt,
ein Forscher von kaukasischen literarischen Avantgarde. Zum Beispiel die georgischen Intellektuellen fühlten sich nicht wohl in dieser heterogenen Umgebung von Tiflis. Und sie bevorzugten Kutaisi, das war auch eine große Stadt, Hauptstadt von Westgeorgien sozusagen. Und die hatte einen besseren Ruf und weil nationale Traditionen besser bewahrt wurden dort als in Tiflis, die eine Verwaltungsstadt von Zarismus war, eine riesige kommerzielle Finanzstadt, so Kreuzung von West und Ost. Und eben, das ist auch Vorteil natürlich für die kulturelle Szene für Tiflis, aber andererseits eben diese verschiedenen Nationalitäten, Religionen, Sprachen unterscheidet Tbilisi von Kutaisi. Ja? In Kutaisi machte die georgische literarische Avantgarde und auch, kann man sagen, die künstlerische Avantgarde die ersten Schritte. Und ich zeige schon die Bilder. Natürlich Brüder Stanevich, die sind sehr wichtige Figuren. So, einen Moment. Sind sehr wichtige Figuren für Tbilisi. Das sind eigentlich Bilder, das Philomena schon erwähnt hat, Publikationen und eben diese Saum von Krutschonich, von Ilias Danevich. Also zwei Bilder, das sind, einer ist eben einer Dresdner ist und der andere Danevich und der andere ist Ilias Danevich. Der Danevich, genau, der, also Ilia ist der Dichter und Kirill ist der Maler, ne? Ist der Maler, genau. Wenn man so sagen darf. Aber nicht nur Dichter, sondern eben er hat viel mehr gemacht. Er ist auch als Künstler angenommen, sozusagen, weil seine, kann man schon sagen, Performance in diesen Kneipen, in literarischen Clubs, die waren sehr wichtig und überhaupt. Künstler und Dichter waren sehr verbunden miteinander in dieser Zeit. Zum Beispiel, es gibt solche Informationen, dass zum Beispiel Skizzen wurden von Dichtern angefertigt und im Gegenteil, Künstler haben eben Gedichte auch geschrieben. Ja? Also das ist nicht nur für Tiflis, sondern überhaupt für diese Periode sehr sozusagen üblich, solche Zusammenarbeit von Künstlern und Dichtern. Und besonders Brüder Stanevich, sie waren nicht nur verwandt, sondern sie Das hatten ist, auch vielleicht noch mal Gemeinsamkeiten. ganz, vielleicht machst du noch ein bisschen weiter zurück. Da war ja das Bild, von dem Philomena auch gesprochen hat, also Genau. Aus Stanevichs Theaterstück, noch eins weiter oben. Genau, aus einem von diesen fünf seinen Dras. Ich war, und da sieht man auch, dass er nicht nur mit Wörtern experimentiert, sondern auch mit Wortbild, nicht? Genau, mit Farbe und mit Komposition natürlich und das alles ist. Ja, und dass er damals, Entschuldigung, aber dass er eben damals auch schon angefangen hat, dass er dann nachher, nach seiner Emigration nach Paris, so 1920, 21, ist er dann eigentlich, war er dann ja eigentlich Buchdrucker sozusagen. Also er hat dann eigentlich so Kunstbücher gemacht, auch für die Pariser Künstler, Picasso und so weiter. Und das ist eben auch wichtig, also diese Typografie, die er damals angefangen hat. Und das sieht man eben auch hier sehr schön, finde ich, bei dem Beispiel. Also dieses Experimentieren auch mit Schrift und Bild zusammen. Mit Buchstaben, natürlich mit. Das ist auch eine sehr wichtige Publikation für Sofia Georgievna Melnikova, eigentlich auch von Tiflis Avantgarde, Krutschonich 1919 und so weiter.
Vielleicht kurz zur Information, also Melnikova war ja die Schauspielerin, die, in die auch Stanevich verliebt war und die sehr viel gelesen hat, auch von diesen Texten von Futuristen. Also aufgetreten ist und sie gelesen hat. Entschuldigung. Ja. Und Kirill Stanevich, der andere Bruder, der Künstler, natürlich, wir sehen, dass er war auch sehr eng verbunden mit dieser Tiflis Avantgarde. Er ist auch ein berühmter Bühnenbilder und überhaupt seine erste Ausstellung, das war sozusagen ein Beispiel so einen ganz linken Bewegungen, schon sehr avantgardistischen Bewegungen in Tiflis. Und Einleitung hat auch Ilias Danevich und Krutjonik geschrieben für seinen Katalog, für diese erste Ausstellung. Und sehr wichtiges Datum ist natürlich 1912, als Brüder Stanevich zusammen mit seinem Freund Leden Thieu, auch ein Künstler, kamen zurück nach Tiflis. Das waren, ich glaube, Ferien, weil sie studierten damals in Sankt Petersburg. Ziel von diesem Künstler war, sozusagen, sie erwarteten, dass sie werden in Tiflis, in dieser interessanten Umgebung, etwas finden, etwas Interessantes für die Avantgarde. Und wirklich, sie haben naive Kunst oder ethnografische Bilder haben sie gesucht. Und wirklich, in der Tat, haben sie eben Bilder von Pirosmani entdeckt. Sie sammelten diese Bilder, organisierten erste Ausstellungen und dann später übergaben diese Bilder dem Kunstmuseum in Tiflis. Überhaupt, sie haben versucht, Pirosmani sehr zu popularisieren, organisierten auch in Russland seine erste Ausstellung und so weiter. Das ist ein Bild von Gigo Gabashvili. Pirosmani war ja ein Autodidakt und eigentlich von dieser Kunstszene, von Tiflis Kunstszene, war er nicht unbedingt als Künstler wahrgenommen, sozusagen. Das war eben Brüder Stanevich haben ihn eingeladen und als Künstler präsentiert. Aber nicht alle waren damit einverstanden und einer von seinen Gegnern, sozusagen, war Vertreter der gleichen Generation, Professor von Kunstakademie später, Gigo Gabashvili, der eine akademische Ausbildung hatte als Künstler. Und er zum Beispiel war dagegen. Obwohl die Kunst von Pirosmani auch bis heute fasziniert Leute, nicht nur in Georgien und nicht nur die Forscher, sondern Künstler versuchen auch zu verstehen und erklären, wie er malt, was ist Eigenartigkeit von seinem Stil. Und natürlich alle bemerken in Verbindung zur georgischen Wandmalerei des Mittelalters. Und das ist auch Eigenschaft, die überhaupt georgische moderne Künstler unterscheidet von europäischen Künstlern, weil das wäre unvorstellbar gewesen für europäische Künstler, zum Beispiel was die jungen georgische Künstler gemacht haben, dass sie haben angefangen damit, die mittelalterliche Fresken, Wandmalereien Kopien zu machen. Und das waren eben Gudiaschwili, Gagabadze, Dimitrische, Varnadze und die wichtigsten Vertreter von georgischen Avantgarde. Pirosmanis Bildern, natürlich, sie haben diese eigenartige Spiritualität und das betrifft nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere oder Stillleben und Landschaften, die er malt.
Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel einer von seinen Auftraggebern, weil er hat ja meistens für diese Dukani sozusagen, für diese Tavernen gemalt, er hat Pirosmanis Bilder als Ikonen betrachtet. Er meinte, malt Ikonen. Nino, da muss ich ganz kurz nachfragen. Ich glaube, einer der ersten, der überhaupt davon gesprochen hat, dass Pirosmanis Bilder, irgendwie so diese Vorbilder in der georgischen Wandmalerei haben, war auch Stanevich, ne? Also in seinem Ja. Buch über Pirosmani schreibt er das auch. Ja, überhaupt. Kann man sagen, dass es tatsächlich so stimmt? Weil ich meine, die Malerei von Pirosmani ist so unerklärlich und so unerwartet sozusagen, dass das so etwas in dieser Zeit auftaucht, dass man schon versucht, eine Erklärung zu finden, ja, woher, ne? Also es ist dann anders als vielleicht im Fall der Literatur, wo diese Genesen sehr, sehr gut nachvollzogen werden können. Steht man ratlos und fragt, ja, woher kommt denn so ein Maler? Ja, natürlich, Ilja Stanevich hat überhaupt auch, wie eben ich schon erwähnt habe, wie andere georgische Künstler, Kakabadze oder Gudiashvili, Dimitrische Varnadze, hat sehr viel über die überhaupt mittelalterliche georgische Kunst studiert und geforscht, auch sogar in Paris in späteren Jahren. Ilja Stanevich hat Konferenzen organisiert über byzantinische und georgische Kunst. Und es gibt natürlich Verbindung. Und das ist sozusagen ganz normal, weil das ist die Umgebung, wo Pirosmani groß geworden ist. Ja, Kakheti, Mirzani. Dann ist er in diese große Stadt gekommen, und das ist bekannt, seine Biografie. Er hat versucht, sich zu etablieren, so ein kleines Business zu tun, aber er hat sich immer als Künstler wahrgenommen und war auch anders angezogen als dieses soziale Umkreis, wo er sich sozusagen bewegte. Ja, er erklärte sich und er nannte sich als Künstler, obwohl er nie Kunst studierte. Und wahrscheinlich diese Naivität, eben das war eben diese Eigenschaft. Natürlich, das war ein sehr talentierter Mensch, ja, weil es gibt auch andere Beispiele von Künstlern, die so naiv malen. Es war nicht nur Pirosmani, sondern es gab auch andere Künstler in gleicher Zeit in Tbilisi. Aber das ist schon ein besonderer Talent, natürlich. Und eben, es ist nicht so einfach zu erklären, aber diese Verbindung mit der Volkskunst, besonders späteren georgischen Volkskunst, das kann man sehen. Natürlich, das kann man, das ist sichtbar bei ihm. Und Gigo Gabashvili, eben der Pirosmani sehr kritisierte, aber dieses wunderbare Bild von ihm malte. Ja, das ist nicht so ein bekanntes Bild von Pirosmani. Einige Künstler, zum Beispiel auch Shawa Kikodze, haben Skizzen von ihm gemacht, als er eben eingeladen von Stanevich und Dimitrische Varnadze in diesen Kreis von Künstlern war. Weil Pirosmanis Spur ist ja während den eben 1918 ist er verschwunden. Ja, das war sowieso eine sehr schlimme Zeit. Das war Ende des Ersten Weltkriegs und ja, so tragisch ist er gestorben dann in dieser Zeit. Und Gigo Gabashvili, den habe ich auch sozusagen zu unserem Gespräch einbezogen, weil bis jetzt war er nicht akzeptiert als ein georgischer Modernist. Weil seine Kunst sozusagen kann man in zwei Perioden teilen. Eine Periode, die erste Periode, er ist sehr wichtige Figur für die georgische Kunst.
Entschuldigung, er hat sehr bereichert georgische Kunst mit verschiedenen Genren. Und, aber er war bekannt als ein Künstler, als Realist sozusagen, der in Sankt Petersburg sehr eng mit Perewischniken sozusagen in Kontakt war und beeinflusst war. Aber die zweite Periode seiner Kunst beginnt nach München. Ende des 19. Jahrhunderts fuhr er nach München und dort wurde er beeinflusst von symbolistischen Malerei sozusagen. Und vor ungefähr vor 10 Jahren wurden in Archiven entdeckt seine unbekannte Bilder und Fotografien auch. Das wussten wir auch nicht. Das war für Publikum auch unbekannt, dass er auch fotografierte und sehr viel experimentierte. Das alles geschah in seinem Atelier, wo heute Akademie der Künste befindet. Und er ist sehr nah mit seiner Weltanschauung, mit dem Wahl von Thematik, mit dem Stil natürlich zu mehr zu deutschen und nördlichen symbolistischen Malerei. So dass wir können heutzutage sagen, dass Gabashvili der einzige georgische Symbolist ist, symbolistischer Künstler. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. In der Literatur, und davon hat ja auch Philomena gesprochen, wir haben auch so diese Spannung zwischen Symbolismus und Futurismus, der auch bei diesen blauen Hörnern oder blauen Trinkhörnern dem wichtigsten literarischen Kreis in Georgien damals zu sehen ist. Ne? Auch da ist sozusagen diese Spannung intern da, aber es gibt ja noch so diese avantgardistische Spielart des Futurismus mit Stanjevic und Krutschonich, nicht wahr? Und aber der mit diesem Kreis der Symbolisten arbeiten eher andere Maler zusammen. Und zum Teil mit den Futuristen. Und Lado Gudiashvili ist ja vielleicht die Figur, die sowohl mit Krutschonich und Zerentsev arbeitet und Stanjevic, als auch mit blauen Hörnern, nicht wahr? Also die haben sozusagen sich nicht den symbolistischen Malern gehört, Maler genommen, sondern jemand anders. Gudiashvili zählt überhaupt, man meinte, dass er ist der einzige Kubofuturist sozusagen wie unter georgischen Künstlern. Seine Kunst ist auch ziemlich vielseitig. Ich zeige auch seine Bilder, weil wir jetzt über ihn reden. Ich habe jetzt nicht gerade kubofuturistische Werke von ihm hier, aber natürlich, er war sehr verbunden mit diesem Kreis von Tiflisser Avantgarde und er malte eben diese Taverne, eben diese verschiedene zusammen mit Kakabadze und mit anderen Künstlern natürlich und teilnahm bei diesen Diskussionen und eben war wahrscheinlich am meisten außer Stanjevic, außer Kirill Stanjevic verbunden mit Tiflisser Avantgarde-Szene. Genau. Vielleicht auch für diejenigen, die nach Tbilisi kommen, werden. Es gibt ja noch ein kleines Fragment oder ein paar kleine Fragmente im Untergeschoss des Rustaveli-Theaters, wo eins von diesen zahlreichen Künstlercafés befand, wo noch Bilder von Gudiashvili zu sehen sind, nicht wahr? Und aber auch von anderen Malern. Das so war Stanjevic, Faliszewski, sogar Natalia Gancharova, Paschbeu, Kmelikow, Terentjev. Das sind die Künstler, die eben arbeiteten zusammen in dieser Zeit und die bemalten eben auch. Es gab mehrere solche Orte. Das war Hoffnung, das war Kimerioni, das war
Boot von Argonauten und so weiter. Und ja, Schicksal von Gudeaschwili, eben sehr wichtige Figur war Dimitri Shevardnadze, der eigentlich gründete den ersten Verein von georgischen Künstlern und vereinte dort unterschiedliche Generationen. Und eben nicht nur georgische Künstler, sondern auch andere Nationalitäten, die damals in Tbilisi wirkten. Und das waren nicht unbedingt auch Künstler von solchen modernen Richtungen, sondern auch Künstler, die andere, mehr so traditionelle und akademische Richtungen hatten, sozusagen. Und darunter waren zum Beispiel ein wichtiger Künstler zu dieser Zeit, der auch 1916 nach Tbilisi zurückkehrte, Alexander von Salzmann. Und es gibt Informationen, dass er hat sehr viele Bilder ausgestellt, weil diese 1919 und 1920 organisierte dieser Verein von georgischen Künstlern eine riesige Ausstellung. Und das war schon Zeit von Unabhängigkeit. Und eben die Regierung entschloss, 5 georgische Künstler, 3 Männer und 2 Frauen darunter, nach Paris sozusagen zu schicken für die weitere Ausbildung. Und darunter war auch Lado Gudiaschwili, der eigentlich zu dieser Zeit seinen eigenen Stil schon entwickelt hatte. Und in Paris malte er wieder eben seine beliebte Szenen von Tiflis, von solches so bohemes Leben oder Leben von diesen Quintos und eben sehr exotische Bilder wahrscheinlich für Pariser Umgebung. Und er hat auch ziemlich großen Erfolg gehabt, weil er hat auch einige Ausstellungen organisiert und war mit geschäftlichen und freundschaftlichen Beziehungen mit Modigliani, Picasso, Derain und so weiter, ja. Und zum Beispiel Galerien Lalicorne hat seine persönliche Ausstellung organisiert und eigentlich war er am erfolgreichsten von georgischen Künstlern, die in Paris lebten zu dieser Zeit. Noch einer Künstler, über den ich reden möchte und der auch ein wichtiger Vertreter der georgischen Modernismus ist, ist Chavakikodze, ein sehr begabter junger Mann. Eigentlich mit 26 zog er nach Paris zusammen mit Kakabadze und Gudiaschwili. Und er war auch Karikaturist. Er hat sehr jung angefangen. Mit 14 Jahren wurde er schon in Zeitschriften publiziert und hat seine Karikaturen sozusagen gezeichnet. Aber in Paris beschäftigte er mehr mit Malerei sozusagen. Er starb auch in Deutschland, in Freiburg, konnte nicht mehr nach Georgien zurückkehren. Eigentlich, er hat angefangen in Paris ziemlich unterschiedlich zu malen. Paris, sozusagen Zentrum von europäischer Kultur, hat ihn irgendwie enttäuscht. Und das sieht man, das liest man auch in seinen Briefen, die er sehr oft geschrieben hat an seine Freunde und Verwandte. Ja? Und diese Lebensweise von Großstadt, er konnte wie Expressionist, machte ihn sozusagen, verwandelte ihn zum Expressionisten sozusagen. Und er hat sehr stark und ehrlich unter diesen geistigen Krise gelitten.
Er war mehr so Künstler der satirischen und so tragischen Denkweise. Und wahrscheinlich hat er auch sein solches früheres, sozusagen, er ist ja gestorben, ganz jung, mit 27. Und das sieht man auch in seinen Bildern, dass irgendwie spürt er auch sein Ende. Aber sehr interessant malt er seine eigene Heimat in Paris ganz unterschiedlich. Das sind meistens solche weibliche Porträts, natürlich viel mehr so vielfältig, dekorativ, stilisiert und auch so symbolisch aufgeladen, ja. Der nächste Künstler, den ich unbedingt erwähnen muss, wenn wir über georgische Moderne reden, das ist Petr Tsvayeli. Der ist viel jünger als andere Künstler, ist schon 1907 ist er geboren und er kommt auch aus Kutaisi. Und drei Städte haben sehr große Wirkung auf sein Leben und auf seine Kunst gehabt. Das war natürlich Kutaisi, seine Heimatstadt, Tiflis und Moskau, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Ja. Das war ein sehr begabter Künstler, ein sehr junger und sehr progressiver Mensch. Und seine Karriere fiel mit der Periode, als die Ära sozusagen des georgischen Modernismus fast vorbei war und kam so ganz neue Welle, neue Zeit von sozialistischem Realismus sozusagen. Aber natürlich sein Geschmack wurde nicht nur von Avantgarde aus Tbilisi, sondern auch von Kutaisi beeinflusst, wo er groß geworden ist. Es war kein Zufall, dass Ghotemer Dzhanischwili, ein sehr wichtiger Regisseur zu dieser Zeit, in Kutaisi eröffnete ein neues Theater und hat ihn eingeladen, dort zu arbeiten. Und dort inszenierte er seine besten Werke. Ja? Dieter, vielleicht ganz kurz, also wenn wir schon bei diesem wichtigen geografischen Punkt sind. Du sagst, viele Städte spielen eine Rolle. Wir haben jetzt Tbilisi, wir haben Kutaisi, wir haben Moskau, St. Petersburg und wir haben Paris. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch Philomena nochmal fragen, die sehr viel über diese Geografien des russischen Imperiums, Georgiens und Europas nachgedacht hat. Ja, also Georgien ist ja in dieser Zeit, orientiert sich neu, orientiert sich vielleicht oben und orientiert sich zum Teil an Petersburg, aber zugleich an Paris, aber versucht auch so etwas wie eigene Tradition wiederentdecken. Philomena, was sagst du zu dieser Geopolitik oder Geopoetik dieser Zeit? Ja, also was auf jeden Fall interessant ist, einerseits, wie sich so Ideen auch irgendwie geografisch eben so verbreiten und dadurch auch transformieren. Also eben wie zum Beispiel jetzt irgendwie Symbolismus, Futurismus, wie die sich halt an unterschiedlichen Orten auch so unterschiedlich dann irgendwie manifestieren zum Beispiel. Also eben wie zum Beispiel beim Futurismus jetzt der eigentlich halt von Marinetti aus sozusagen aus Italien dann nach Georgien kommt, wenn man so will, jetzt zu Stanevich und so dann durch Stanevich auch in gewisser Weise nach Russland kommt und dann wieder sozusagen verändert wieder zurückkommt. Also das ist schon sehr interessant. Was ich auch eben überhaupt interessant finde, ist, wie auch so diese Zentrum und Peripherie irgendwie in dieser ganzen Avantgarde-Bewegung sozusagen irgendwie in Verbindung stehen und dass das ja wirklich eigentlich die wichtigsten so Gruppen oder Bewegungen eigentlich in den
in den Peripherien entstanden sind oder sich da eigentlich diese Randgebiete, ich meine, natürlich kann man jetzt Tiflis auch nicht als Peripherie bezeichnen, aber doch halt Georgien sozusagen als Randgebiet des Russischen Reichs damals, dass halt in diesen Randgebieten oft mehr möglich war als in den Zentren. Also dass da irgendwie schon einfach mehr Freiheiten irgendwie da waren als in den imperialen Zentren in Moskau und Petersburg damals noch am Anfang. Natürlich war auch diese ganze Revolutionsstimmung, also das hat sich natürlich irgendwie gegenseitig beeinflusst. Die Kunst, die Revolutionäre und natürlich die politische Stimmung, die damals war. Aber es ist schon interessant zu schauen, zum Beispiel auch, was in der Ukraine, in Cherson, in Kharkiv zum Beispiel, was so in diesen Gegenden passiert ist und nicht immer sich so nur auf die Zentren zu konzentrieren. Und dann natürlich, also wenn man jetzt Paris, war natürlich damals das Zentrum wahrscheinlich der Moderne und es sind ja dann auch viele aus Georgien nach Paris gegangen, also nicht nur Künstler, sondern also auch emigriert dann, als die Rote Armee dann 1921 eingefallen ist. Aber ich finde gerade sehr interessant, was auch Nino gesagt hat, weil die gingen zum Teil nach Petersburg, zum Teil nach Paris und wurden, Auch wie München, die auch mittlerweile München. Warnadse, auch München, enttäuscht. Ja, also etwa, also sie Nicht hatten nur eine Erwartung. Dimitri Shevardnadze, Gebogabaschwili, Davidgurami-Schule, es sind auch andere Künstler. Und darf ich ganz kurz was Ja, klar. sagen? Wir können einfach nicht ohne David Kakabadze über georgische Moderne reden, ja, weil Der das war auch so ein Grenzgänger war, nicht ja, wahr? Also er war der einzige Theoretiker auch unter ihnen, der nicht nur gemalt hat, sondern auch Bücher geschrieben hat. Und der hat auch formuliert, wie soll die zeitgenössische Kunst von dieser Zeit aussehen, wie soll sich sie entwickeln. Und er schrieb, dass wir müssen versuchen, dass Georgien das kulturelle Schaffen entwickelt, dass der Kultur der zeitgenössischen führenden Länder entspricht. So wie das georgische Volk im Mittelalter eine führende Gruppe unter der Kulturnationen bildete. Deshalb ist Pirosmani auch sehr wichtig, weil Pirosmani ist einerseits verbunden mit eben diesen Wurzeln, Wandmalerei, mit eben Kultur, georgischen Kultur und andererseits, erscheint sehr zeitgenössisch, ja, dadurch, dass er eben Autodidakt und ein talentierter Mensch ist. Und das versucht David Kakabadze aber nicht wie Pirosmani, sondern er analysiert und forscht. Und diese Jahre, der er in Paris verbringt, er schreibt später, dass er hat versucht, die zeitgenössische Avantgarde zu analysieren und zu verstehen, was das ist, welches Phänomen das ist, damit er das mit eben georgischen Kultur dann verknüpft und etwas Eigenartiges schaffen kann. Und das war Ziel von auch von anderen Künstlern. Obwohl georgische Modernisten, sie haben keine Gruppe gebildet. Ja, sie waren Einzelgänger. Und wenn wir von Einflüssen reden, ja, hier sieht man Einflüsse von Symbolisten, Expressionismus, Futurismus, Kubismus. Selber bei Kakabadze sind mehrere Kunstrichtungen in seiner Kunst sichtbar. Ja, sie versuchen eben alles zu erforschen und etwas ganz Eigenartiges zu schöpfen. Eben das war sein Ziel. Es sollte zeitgenössisch sein, aber eigenartig. Sozusagen keine Nachahmung, keine Kopie, sondern so eigene Stimme.
Nina, ich denke, das ist ein perfektes Schlusswort für das, was wir vermitteln wollten. Eben etwas Zeit, also das Motto sozusagen, unter dem diese georgische Avantgarde oder georgische Moderne und Tiflis Avantgarde existierte, als etwas Eigenes, mit der Ambition, etwas Zeitgenössisches, aber zugleich etwas Eigenes zu schaffen. Und ich denke, wir konnten oder haben in diesem Gespräch geschafft, zumindest einen Eindruck zu vermitteln, dessen, was da literarisch und künstlerisch abgegangen ist in Tbilisi zwischen 18 und 21, aber auch ein bisschen darüber hinaus. Ich danke euch sehr herzlich, Nino und Philomena, für dieses sehr schöne Gespräch. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir uns im Rahmen des Festivals Georgiens Erster Republik 1918-1921 befinden, veranstaltet von dem Georgischen Schriftstellerhaus und der Lettre Etage in Berlin. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.